Okay, es ist Viertel nach, wir können anfangen. Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen oder kurz ÖAR1. Mein Name ist Sangmin Park und vorab, bevor ich es vergesse, müssen wir uns einigen, ob wir wirklich immer Viertel nach anfangen oder um Punkt. Deswegen frage ich jetzt, ist es für irgendjemanden hier besser, um Viertel nach anzufangen? Okay, da ist eine Meldung, das heißt, wir fangen um Viertel nach an. Das schon mal vorab. Ja. Ist es für irgendjemand besser, um Punkt anzufangen? Warum? Wo müssen Sie hin? Zur Arbeit. Wo müssen Sie hin? Essen. Okay. Muss irgendjemand dringend zu einer Veranstaltung, die um 13.45 Uhr anfängt? Okay, der Herr, der lieber um 15 nach anfangen will, was ist da der Grund? Essen. Okay. Sehe ich es richtig, dass es auf beiden Seiten keine guten Argumente gibt, aber dass es auf der einen Seite mehr schlechte Argumente gibt? Ja? Dann fangen wir Punkt an. Okay. Noch eine Sache vorab. Wenn ich zu schnell rede, ich neige dazu, zu schnell zu reden, dann sagen Sie mir Bescheid. Ansonsten merke ich es nicht. So, wir haben eine ganze Menge Organisatorisches zu besprechen. Erstmal... Bitte? Licht. Ja. Das besser? Nein. So? Okay, hoffentlich kann ich mir das merken. So, ein paar Sachen zu mir. Mein Name ist Sangmin Park. Park ist der Nachname. Ich bin Dozent am Institut für Wirtschaftsrecht. Ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich habe in Tübingen studiert, dann in Mannheim, VWL. Ich habe promoviert in Marburg. Ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Und falls ich mal irgendwann hier übermüdet erscheinen sollte... dann sind im Zweifel die beiden schuld. Noch ein bisschen mehr zu mir. Ich habe an der Epps in Wiesbaden gearbeitet, dann ein paar Jahre in Marburg, einen kurzen Aufenthalt in Hamburg gehabt und seit 2010 bin ich an der Universität Kassel. Was die Forschung angeht, ich habe nichts gemacht. Man darf gespannt sein. Forschung, was die Forschung angeht, ich beschäftige mich hauptsächlich mit empirischer Institutionenökonomik. Ja, was das ist, wissen Sie vielleicht am Ende der Vorlesung. Kontakt, das ist für Sie viel wichtiger. Alles, was Sie persönlich angeht, wenn Sie irgendeine persönliche Angelegenheit haben, können Sie mich direkt anschreiben, park@unikassel.de, ganz einfach, mein Nachname. Alles andere, was nicht nur Sie persönlich angeht, das heißt, irgendwelche inhaltlichen Fragen, organisatorischen Fragen, alles andere stellen Sie im Diskussionsforum in Moodle. Und zwar ist das nicht optional, sondern wenn Sie mit einer inhaltlichen Frage direkt an mich kommen, dann werde ich Ihnen antworten, stellen Sie diese Frage bitte im Forum. Das hat 2 Gründe. Erstens, ich muss jede Frage nur einmal beantworten, klar.
Und zweitens haben Sie die Chance, untereinander die Frage schon zu lösen, bevor ich sie überhaupt lese. Ja. Moodle ist ein gutes Stichwort. Zeige ich Ihnen kurz, wie der Kurs aussieht, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Jegliche Kommunikation, die hier stattfindet zu diesem Kurs, findet auf der Moodle-Plattform statt. Das ist die Lernplattform der Uni Kassel oder die Lernplattform, die von der Uni Kassel benutzt wird. Das ist eine Open-Source-Plattform. Für mich sieht das so aus. Für Sie könnte das anders aussehen. Ich könnte es ein bisschen größer machen. Im Moment sehen Sie da, habe ich hier oben ein paar wichtige Hyperlinks gesetzt, also das Infoblatt, das ist der Link zum Infoblatt auf der IWR-Seite, das heißt, da sollte auch immer das Aktuellste sein. Wobei, alle aktuellen Änderungen oder wenn ich mal krank bin oder wenn sich irgendwas ändert, das würde ich als Nachricht im Diskussionsforum rumschicken und da sind Sie alle automatisch abonniert. Ne? Und das sollten Sie dann als E-Mail erhalten. Das ist meiner Erfahrung nach die verlässlichste Methode, allen eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich benutze auch keinen Twitter oder so, von daher Rundmail ist eigentlich am sichersten. Hier ist noch ein Link zur HIS-Seite, wo Sie sich dann irgendwann zur Klausur anmelden können. Dann der Link zur Vorlesungsaufzeichnung, gutes Stichwort. Alles, was ich hier sage und zur Vorlesung sage, zeichne ich auf. Sie haben dann die Folien, ein kleines Bild von mir und ich stelle es Ihnen auf YouTube. Ich weiß, die Uni Kassel hat eine eigene Videoplattform, aber die ist relativ bescheiden. Das war falsch. Der Link hier, der ist konstant, also der ist stabil, der führt Sie immer zu dieser Playlist, das ist mein Channel, und hier werden nach und nach die Aufzeichnungen auftauchen, die ich mache. In der Regel werde ich das direkt nach der Vorlesung immer hochladen. Es kann eine Weile dauern, je nachdem, wie die Internetverbindung da gerade ist. Genau, der Punkt ist, Vorlesungsaufzeichnung ist für Sie praktisch. Erstens müssen Sie nicht unbedingt hierher kommen. Das heißt, wenn Sie feststellen, dass Sie hier immer wieder einnicken, dann können Sie die Zeit auch anders nutzen und woanders einnicken, wo es vielleicht bequemer ist während der Vorlesung. Also der Vorteil für Sie ist, Sie können die Vorlesung in Ihrer eigenen Zeit gucken. Sie müssen nicht unbedingt zu diesem Slot hierher kommen. Für die Klausurvorbereitung ist es natürlich praktisch, wenn Sie das alles in Ihrem eigenen Tempo durchgehen können. Sie können mich auf Pause stellen, was Sie hier nicht machen können. Sie können mich da zurückspulen, was Sie hier nur bedingt machen können. Genau. Das heißt, unterm Strich haben wir da nur Vorteile von. Genau. Das dazu. Jetzt muss ich mal gucken. Okay. Vorgesehen für diese Vorlesung sind zwei Slots. Dienstag 12 bis 14 Uhr, das ist jetzt. Warum? Okay, danke. Das war schnell. Ne? Manchmal passiert es, dass da 10 Minuten lang nichts zu sehen ist und dann kommt erst eine Nachfrage, das ist nicht schnell. Vorgesehen sind zwei Slots. Dienstags 12 bis 14 Uhr, das ist jetzt. Und freitags 12 bis 14 Uhr. Ich werde es dieses Semester so handhaben, dass ich die Freitagsvorlesung, also den zweiten Teil, die zweiten 90 Minuten, nicht hier machen werde, sondern vorher aufnehmen werde und nur online stellen werde. Das hat für Sie auch den Vorteil, dass Sie den Slot freitags frei haben, für Ihre Lerngruppe zum Beispiel, um Übungsaufgaben vorzubereiten, um die Vorlesung nachzubereiten oder vielleicht früher ins Wochenende zu fahren, wenn Sie woanders wohnen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich freitags nicht hier präsent sein, sondern die Vorlesung woanders aufnehmen und Ihnen hochladen. Okay? Warum finde ich das sinnvoll?
das Allermeiste, was bei Ihnen an Lernprozessen geschehen wird, im Durchschnitt, jeder ist anders, wird nicht hier passieren, während ich rede, sondern wenn Sie lesen und wenn Sie mit Ihrer Lerngruppe, wenn Sie mit anderen Kommilitonen diskutieren und über Übungsaufgaben grübeln. Und ich möchte Ihnen so viel Zeit wie möglich dafür geben, beziehungsweise Ihnen Flexibilität geben, sich diese Zeit einzuteilen. Und weil Sie wahrscheinlich den Freitagsslot schon freigehalten haben für diese Vorlesung, haben Sie da auf jeden Fall 2 Stunden für Ihre für eine potenzielle Lerngruppe. Lerngruppe ist ein gutes Stichwort. Unbedingt. Ja, also falls Sie irgendwie neu hier sind und noch niemanden kennen, unbedingt einfach Leute ansprechen. Ja, es ist schwer zu ersetzen. Ne? Und auch wenn Sie mal krank sind und dann irgendwas nachholen müssen, es ist immer besser, auf ein paar Leute zurückgreifen zu können. Und wie gesagt, freitags ist auf jeden Fall eine gute Zeit, um das zu machen. Habe ich schon gesagt, die Vorlesung wird immer aufgezeichnet und auf YouTube bereitgestellt. Der Link zur Playlist ist stabil, das heißt, das bleibt so. Noch ein paar kleine Tipps dazu. Je nachdem, wie Ihre Internetverbindung ist oder wie Ihre persönlichen Präferenzen sind, kann es für Sie praktisch sein, die Videos runterzuladen, statt als normaler YouTube-Stream anzuschauen. Dazu gibt es verschiedene Wege. Für Firefox gibt es ein Add-on, mit dem Sie YouTube-Videos runterladen können. Einige von Ihnen haben das vielleicht schon mal gemacht mit Musikvideos. Für Chrome gibt es ein Add-on und es gibt auch ein sogenanntes Standalone-Programm Miro, mit dem Sie das immer machen können, unabhängig vom Browser. Noch ein Vorteil, dass wir das auf YouTube machen, ist, dass Sie das potenziell, ich habe keine Ahnung, wie weit Sie das wirklich nutzen möchten, dass Sie potenziell die Videos auch zu mehreren anschauen können. Sie könnten theoretisch ein Google Hangout aufmachen, das ist so eine Art Skype-Chat, nur von Google, und dann zusammen eine Vorlesungsaufzeichnung anschauen. Ne? Kann praktisch sein, weiß ich nicht. Ich habe Ihnen auf jeden Fall mal eine Anleitung hier hingesetzt als Link. Dann noch ein Tipp, wie stellt man am besten Fragen zu spezifischen Stellen in der Vorlesungsaufzeichnung? Dazu gehen wir wieder vielleicht nicht. Okay, zum Beispiel hier von der früheren Vorlesung ist hier noch eine Aufzeichnung. Halt. So, und nehmen wir an, Sie hätten jetzt genau an dieser Stelle bei 4 Sekunden eine Frage, dann können Sie hier ins Bild einen Rechtsklick machen. Dann sehen Sie alle möglichen Optionen und da ist unter anderem dabei Copy Video URL at Current Time. Das bedeutet, Sie kopieren den Link zu diesem Video genau an dieser Stelle. Ne? Und diesen Link können Sie dann zum Beispiel im Diskussionsforum einfügen und dann Ihre Frage dazu stellen. Das macht es für mich am einfachsten, nachzuvollziehen, worauf sich die Frage bezieht und auch für Ihre Kommilitonen. Theoretisch könnten Sie auch in den Kommentaren hier Ihre Frage stellen und da einfach die Zeit dazu schreiben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, so, und dann macht YouTube automatisch daraus einen Hyperlink zu dieser Stelle. Das kann auch praktisch sein, aber mir persönlich wäre es am liebsten, wir würden alle Fragen im Moodle-Forum haben. Das ist einfach für mich übersichtlicher, ne? Besonders weil ich hier auch keine automatische Benachrichtigung bekomme, wenn da eine Frage gestellt wird. So viel dazu, wie man Fragen stellt zu der Vorlesungsaufzeichnung. Gibt es soweit Fragen, was den Vorlesungstermin angeht oder was die Aufzeichnung angeht? Ich denke ja, wahrscheinlich wird es ab und zu technische Fragen geben, aber die ergeben sich noch. Dann gibt es, ist vorgesehen zu dieser Veranstaltung ein Tutorium.
Und zwar 4 Tutorien, jeweils im Durchschnitt 14 täglich. Das steht übrigens auch alles schon auf dem Infoblatt, das Sie haben. Wir haben 2 Tutoren, einmal Verena Osäunig und Tobias Dunz. Frau Osäunig ist eingeschrieben im Masterwirtschaftsrecht und Herr Dunz ist noch im Bachelorwirtschaftsrecht, so wie Sie, aber fortgeschritten. Wie gesagt, haben wir 4 Gruppen. Und zwar haben wir dafür 2 Termine reserviert, die jeweils abwechselnd laufen werden. Also Gruppe 1 und Gruppe 3 sind dann immer jeweils mittwochs 12 bis 14 Uhr abwechselnd. Immer im gleichen Raum, 12, 13, NP4. Und Gruppe 2 und 4 bei Herrn Dunz donnerstags 18 bis 20 Uhr. Auf Moodle habe ich eine Abstimmung eingerichtet. Und zwar hier. Und da können Sie natürlich wahrheitsgemäß angeben, welches Tutorial Sie besuchen werden. Einfach nur, damit sich das ein bisschen besser verteilt. Ne? Nicht, dass alle in das gleiche Tutorium wollen. Vielleicht zum Konzept der Tutorien. Es wird keine Musterlösungen geben. Aber grundsätzlich wird es so sein, Sie werden in Gruppen Lösungen zu den Übungsaufgaben vorbereiten und dann im Tutorium vortragen. Und der Tutor, die Tutorin werden ihre Lösung dann mit Ihnen diskutieren und vielleicht Tipps geben, was anders gemacht werden könnte. Und Ihren Lösungsvorschlag mit eventuellen Anmerkungen des Tutors werden wir dann im Moodle-Forum hochladen. Und theoretisch, wenn da Rückfragen gestellt werden und Anmerkungen gemacht werden, ist dieser Diskussionsfaden auf Moodle dann äquivalent zu einer Musterlösung. Okay? Ich wiederhole es gerne. Alle inhaltlichen Fragen werden nur im Forum beantwortet. Es ist nicht verboten, wenn Sie antworten oder Ideen vorbringen. Wenn Sie also etwas Sinnvolles zu einer Frage im Forum zu sagen haben, dann sagen Sie es bitte auch. Und oft ergeben sich dabei auch neue Argumentationsmuster, neue Ideen, an die ich vielleicht gar nicht gedacht hätte. Außerdem gelten natürlich die üblichen Spielregeln für ein Online-Forum. Wenn Sie also merken, dass Ihnen ein schnippischer Kommentar auf den Lippen liegt, zählen Sie erst bis 20, bevor Sie anfangen zu tippen. Und in der Regel sollte Sie das vor den allerpeinlichsten Kommentaren bewahren. Insbesondere, weil das Moodle-Forum nicht anonym ist. Und ich kann es auch nicht anonym einstellen. Gutes Stichwort, Anonymität. Manchen ist es einfach peinlich, bestimmte Fragen zu stellen. Wenn Sie Feedback geben möchten, anonym oder anonym eine Frage stellen, dann können Sie das auch machen. Hier unten habe ich ein anonymes Feedback-Forum eingerichtet. Ja, können Sie gerne nutzen. Nicht nur für inhaltliche Fragen, auch einfach so für Feedback ist jederzeit möglich, da einen Kommentar abzugeben. Dann zum Leistungsnachweis. Da gibt es eine Frage. So stelle ich mir das im Moodle-Forum vor. Planmäßig nächste Woche. Ich habe aber jetzt schon längere Zeit nicht mehr mit den Tutoren gesprochen. Falls sich was an den Terminen ändern sollte, die auf dem Infoblatt stehen und auf den Folien, dann werde ich natürlich eine Rundmail schreiben. Dann zum Leistungsnachweis. Vorgesehen ist als Leistungsnachweis eine schriftliche Klausur, und zwar eine elektronische Klausur. Die wird geschrieben im E-Klausurencenter der Uni Kassel.
Mehr weiß ich noch nicht zu der Klausur. Wahrscheinlich wird es eine Mischung sein aus Multiple Choice und Textaufgabe. Gutes Stichwort für Sie. Falls Sie noch nicht 10 Finger tippen können, wäre das jetzt die perfekte Gelegenheit anzufangen. Googeln Sie 10 Finger tippen lernen Freeware, dann finden Sie garantiert ein kostenloses Programm. So habe ich es auch in meinem Studium gelernt. Ich habe 2 Wochen gebraucht. Es wird Ihnen nützlich sein, nicht nur für diese Vorlesung hier und für die Klausur wird es Ihnen auf jeden Fall nützlich sein, wenn Sie nicht auf die Tastatur gucken müssen beim Schreiben. Wie gesagt, es wird eine elektronische Klausur geben. Es wird auch eine Nachklausur geben, gegen Ende der Semesterferien. Grundsätzlich handhabe ich es immer so, dass Sie von vornherein sich, Sie müssen sich nicht von, also Sie können von vornherein auch einfach zur Nachklausur erscheinen, ohne bei der ersten gewesen sein zu müssen. Ich weiß noch aus meinem Studium, dass es praktisch ist für die Klausurplanung, wenn man das ein bisschen aufteilen kann, aber ich muss Sie auch natürlich auch darauf hinweisen, dass es riskant ist. Also wenn Sie erst zur Nachklausur erscheinen und dann durchfallen, dann werde ich Ihnen keinen außerplanmäßigen Versuch geben, sondern dann können Sie erst ein Jahr später wieder schreiben, und zwar nicht bei mir, sondern dann wieder bei Herrn Wangenheim, denn ich halte diese Vorlesung dieses Semester nur vertretungsmäßig. Größtenteils überlappen sich die Vorlesungen, aber natürlich setze ich hier und da andere Akzente als Herr Wangenheim. Und für Sie heißt das, dass Sie dann zwangsläufig die ganze Vorlesung nochmal besuchen müssten. Ja? Also, wenn Sie planen, erst zur Nachklausur zu erscheinen, dann denken Sie auch an das Risiko. So, noch ein Tipp für Sie oder vielleicht eine Bitte von mir. Ich weiß, also das gilt für alle Veranstaltungen, ich weiß, viele von Ihnen werden sich erst kurz vor der Klausur intensiv auf die Klausur vorbereiten. Es ist mir egal, was der Grund dafür ist. Aber typischerweise sehen wir ungefähr eine Woche vor der Klausur eine Explosion an Fragen in den Diskussionsforen. Ich bemühe mich natürlich, so viel wie möglich an Fragen vor der Klausur zu beantworten. Aber ich kann es Ihnen natürlich nicht garantieren, dass ich das alles schaffe, vor allem wenn Sie alle erst kurz vor knapp mit Ihren Fragen kommen. Daher meine Empfehlung an Sie. Ja, Sie können sich schon denken, arbeiten Sie konstant mit. Dann können Sie auch während des ganzen Semesters schon Ihre Verständnisfragen loswerden und auf jeden Fall beantwortet bekommen. Das ist alles, was ich bis jetzt zur Klausur sagen kann. Haben Sie noch Fragen zur Klausur? Der Kommilitone fragt, ob es einen Zwischentest gibt. Nein, gibt es nicht. Also Ihre Leistung in der Klausur zählt zu 100% für Ihre Note. Ich glaube, nächstes Jahr wird das Problem mit dem E-Klausurenraum in Kassel ist, dass der nur, im Moment ist es kein permanenter Raum, sondern der ist nur in den Semesterferien zur Verfügung. Es ist einfach ein umgebauter Seminarraum und deswegen, wenn es einen permanenten Raum gäbe, was es nächstes Jahr wird, dann würde ich auch eine Zwischenklausur elektronisch schreiben. Aber so würde ich, ja, so schreibe ich lieber nur eine Klausur. Achso, Termin für die Klausur steht noch nicht fest. Ich weiß, im HIS ist ein Termin eingetragen, aber das wird dezentral vom Studienbüro gemacht und das wird von mir noch geändert. Die 2007er, zu denen wollte ich am Ende kommen, kann ich aber jetzt schon machen. Ich weiß, es gibt einige hier, die nach PO 2007 und älter schreiben oder schreiben möchten oder planen zu schreiben. Laut deren Modulverzeichnis sind leicht andere Inhalte vorgesehen für diese Vorlesung. Das heißt, für die, die nach PO 2007 und früher schreiben wollen,
werde ich gegen Ende des Semesters einen Blocktermin einrichten mit ungefähr 3 extra Vorlesungen zu vertiefenden Themen aus der ökonomischen Analyse des Rechts, weil der Schwerpunkt da ein bisschen mehr auf ökonomische Analyse des Rechts als auf Institutionenökonomik liegt und entsprechend für die Klausur bedeutet, dass die Leute, die nach der alten PO schreiben, bei einem Block eine andere Auswahlmöglichkeit haben werden, wo es dann mehr um ökonomische Analyse des Rechts geht. Aber den Termin dieser Extra-Vorlesung habe ich noch nicht fixiert. Okay, so viel weiß, also das ist mein Wissensstand bis jetzt zu den PO 2007 Leuten. Ne? Also ich habe ein bisschen an Feedback bekommen. Ich weiß, es gibt einige, die noch nach der alten PO schreiben und ich habe das im Hinterkopf. Okay. Dann, das ist der Terminplan, so wie er bis jetzt aussieht. Das war die Folie, die ich eben gezeigt habe. Okay, das ist der Terminplan, wie er bis jetzt aussieht. Vielleicht ein bisschen Erklärung, wie man das lesen muss. Hier ist jeweils die Woche, in der wir uns befinden. Dann sehen Sie hier, ob Vorlesung stattfindet. Wie Sie sehen, ursprünglich hatte ich geplant, nur ab und zu die Freitagsvorlesung online zu halten, nämlich da, wo donnerstags ein Feiertag ist. Aber inzwischen habe ich mich, wie Sie gehört haben, umentschieden, dass die Freitagsvorlesung immer nur online ist. Dann in der nächsten Spalte haben Sie die Angabe, ob Tutorium stattfindet, planmäßig. X bedeutet nicht, das heißt, diese Woche sind noch keine Tutorien. Und dann ab nächste Woche finden Tutorien statt. Wobei 1.1 bedeutet Gruppe 1, Übungsblatt 1. Okay? Entsprechend bedeutet dann donnerstags Gruppe 2, Übungsblatt 1. Und Sie sehen, es ist geplant, dass Sie 6 Übungsblätter durcharbeiten bis zum Ende des Semesters. Wenn ich es richtig sehe, haben wir nur 2 Fälle, wo ein Tutorium jeweils ausfallen würde, nämlich hier in der 4. Woche, da ist Himmelfahrt am Donnerstag und hier in der 7. Woche ist Fronleichnam am Donnerstag. Achso, hier gibt es noch 1. Mai mittwochs. Okay? Aber so wie ich das jetzt arrangiert hatte, würden wir bis Ende des Semesters, würden alle Gruppen 6 Blätter machen. Okay. Dann sage ich immer noch gerne was zum Arbeitsaufwand. Sie erhalten für den Schein hier 6 ECTS-Punkte. Wenn man da in das Handbuch schaut, dann bedeutet das äquivalent 180 Arbeitsstunden. Und als Gegencheck schreibe ich dann immer auf, wie ich mir das vorstelle, wie Ihr Aufwand für diese Vorlesung sein sollte. Wir haben 14 Wochen mit je 2 Vorlesungen. Das sind 28 mal 1,5 Stunden, noch 42 Stunden. Ich habe jetzt mal veranschlagt, dass Sie für Vor- und Nachbereitung jeder Vorlesung doppelt so viel Zeit brauchen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Im Durchschnitt würde ich vermuten, dass das großzügig ist. Das wären dann 28 mal 30, sind 84 Stunden. Übrigens, das beinhaltet Klausurvorbereitung. Ja, also ich nehme an, dass Sie konstant mitarbeiten und keine separate Klausurvorbereitung brauchen. Dann das Tutorium, 6 Übungsblätter, das heißt, Sie müssen 6 mal, Sie gehen da 6 mal hin, sind 6 mal 90 Minuten, sind 9 Stunden und auch hier habe ich veranschlagt, doppelt so viel Zeit für Vor- und Nachbereitung, sind 18 Stunden. Wenn man das alles aufaddiert, kommt man auf 153 Stunden. Das heißt, wenn Sie das tatsächlich alles so machen, dann hätten Sie immer noch knapp 30 Stunden extra für Klausurvorbereitung. Und das heißt für mich, wenn ich annehme, dass Sie ungefähr so arbeiten, für mich ist das okay vom Arbeitsaufwand. Einfach nur als Beispielrechnung, wie Arbeitsaufwand übersetzt wird in ECTS-Punkte.
Dann Moodle. Ich habe schon ein bisschen was gesagt zu Moodle. Ja, in der Überschrift steht es schon, es gibt kein Zugangspasswort. Zugangspasswörter sind albern. Sie haben sowieso schon, müssen sowieso schon ein Passwort eingeben. Und wer die Diskussionsforen mitverfolgen will, der kann nicht wirklich irgendwelchen Schaden anrichten. Was finden Sie auf Moodle? Sie finden da alle Downloads, die Sie benötigen zur Vorlesung, die Vorlesungsfolien inklusive Notizen. Also Sie haben vielleicht gemerkt, ich lese viel ab. Die Notizen erhalten Sie dazu. Das ist dann so eine Art Skript, aber im Endeffekt, was ich Ihnen erzähle, ist nur eine kondensierte Version von dem, was Sie in den Lehrbüchern lesen sollen. Ja, und typischerweise wird es nicht reichen, wenn Sie nur meine Notizen lesen. Dann alle Aufgabenblätter und Lösungsvorschläge für die Tutorien werden auch auf Moodle hochgeladen. Ein Tipp, wie es für alle übersichtlicher ist, wenn schon im Diskussionsforum schon ein Thema aufgemacht ist für, sagen wir, Blatt 1, Aufgabe 1, dann sollten Sie alle Fragen, die Sie dazu haben, auch in demselben Thema stellen. Ne? Weil wenn Sie jedes Mal ein neues Thema öffnen, wenn Sie irgendwo eine Frage haben, dann haben wir eine riesen Liste an Diskussionsfäden und es ist viel leichter, den Überblick zu behalten, wenn die Fragen an der richtigen Stelle gestellt werden. Literatur werde ich Ihnen auch, wahrscheinlich werden wir ab und zu einzelne Aufsätze auch lesen, die über die Lehrbücher hinausgehen, und diese Aufsätze werde ich Ihnen natürlich entweder verlinken oder hochladen ins Moodle-Forum, in Moodle. Dann, was machen wir noch auf Moodle? Eigentlich die komplette Kommunikation zwischen mir und Ihnen läuft über Moodle, über die Diskussionsforen. Wie gesagt, alles außer persönliche Themen. Zum Beispiel Ankündigung von mir. Sollte es aus irgendwelchen Gründen mal irgendwann die Vorlesung ausfallen. Fragen von Ihnen, habe ich schon gesagt. Pro Übungsaufgabe ein Thread oder ein Diskussionsfaden. Und, das habe ich Ihnen auch schon gezeigt, anonymes Feedback ist möglich. So, was das Hochladen der Folien in Moodle angeht, muss ich ganz realistisch einschätzen, dass ich das so gut wie nie vor der Vorlesung schaffen werde. Wenn ich sie lange vorher fertig habe, jeweils, dann werde ich es natürlich machen. Aber typischerweise ist es eine Punktlandung, dass ich irgendwann im Laufe des Vormittags am Dienstag die Folien für die Dienstagsvorlesung vorbereitet habe. Was ich aber machen kann, falls Sie trotzdem gerne die Folien dann auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Tablet vor sich haben wollen, zum Notizen machen, dass ich dann am Anfang der Vorlesung, bevor ich beginne, das direkt hochlade. So, das könnte ich auf jeden Fall machen. Denn es ist Unsinn, dass Sie hier sitzen und die Folien mitschreiben oder Wort für Wort mitschreiben, was ich hier von meinen Notizen ablese. Das macht einfach keinen Sinn. Es kann hilfreich sein, dass Sie einfach in Ihren Notizen einfach die Foliennummern vermerken. Ne? Denn die Foliennummern, die bleiben gleich, wenn ich sie hochlade. Gibt es noch Fragen, was die Lernplattform angeht, was Moodle angeht, organisatorisches zur Vorlesung? So, dann gebe ich Ihnen nochmal einen ganz kurzen Überblick, bevor wir eine ganz kurze Pause machen. Die Ziele der Veranstaltung, das hier ist im Wesentlichen deckungsgleich zu dem, was auf dem Infoblatt steht. Also, Einführung in die wesentlichen Elemente der ÖAR. ÖAR ist kurz für ökonomische Analyse des Rechts und der Institutionenökonomik, das ist was ganz Ähnliches. Kritische Auseinandersetzung mit normativen Grundlagen der ÖAR. Befähigung, den ökonomischen Hintergrund rechtlicher Fragen zu durchdringen, das ist ganz wichtig. Die meisten von Ihnen studieren Wirtschaftsrecht, das heißt, Sie studieren hauptsächlich juristische Themen. In dieser Vorlesung und in der zweiten
wenn sie die besuchen, sollen sie lernen, wie man aus ökonomischer Sicht bestimmte rechtliche Fragen analysieren kann und wie man das dann für tiefgehendere Kenntnisse nutzen kann. Verschiedene Anwendungsgebiete der Rechtsökonomik verstehen. Rechtsökonomik und ÖAR ist synonym. Zum Beispiel die Rechtsetzung durch Gesetzgeber oder Richter auf Vertragsparteien. Verwendbarkeit der verschiedenen Ansätze für vertragliche Fragestellungen erkennen. Und schließlich Vertragsgestaltung als Problem der Regelung strategischer Interaktion erkennen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir werden das Thema Spieltheorie relativ ausführlich behandeln. Spieltheorie, ich weiß nicht, ob Sie das in der Mikro schon gehört haben, ein bisschen was dazu. Wir werden auf jeden Fall eine komplette Einführung zur Spieltheorie machen und das dann anwenden auf Themen im Vertragsrecht. Ja. Eine ganz grobe Gliederung. Wir werden ein paar Grundlagen machen, wie schon gesagt, eine Einführung zur Spieltheorie, Einführung zu normativen Themen, ganz kurz. Dann ein großes Kapitel ist Deliktsrecht oder ökonomische Analyse des, können wir überall jeweils davor schreiben. In Klammern steht eben, dass wir viele Argumentationsmuster aus diesem Kapitel auf andere Kapitel übertragen können. Dann werden wir uns Vertragsrecht anschauen. Es wird ein separates Kapitel geben zu institutionökonomischen Grundlagen und Eigentum. Ja, Eigentum ist eigentlich das klassische Anwendungsgebiet der ökonomischen Analyse des Rechts. Und ich würde sagen, auch das Gebiet, wo ökonomische Analyse des Rechts eigentlich erfunden wurde. Und vielleicht, weil ich es schon ein paar Mal erwähnt habe, Institutionenökonomik ist was ganz Ähnliches wie ökonomische Analyse des Rechts. Wir verstehen unter einer Institution was Allgemeineres. Ne? Institution kann irgendeine Regel sein. Es muss nicht unbedingt ein Gesetz sein, es kann auch eine informelle Regel sein. Sowas wie Werte und Normen kann es sein, es kann aber auch sowas beinhalten wie Schiedsgerichte, die nicht vom Staat durchgesetzt werden, solche Sachen. Ne? Also Institutionenökonomik ist eigentlich nichts, einfach nur ein bisschen breiter aufgestellt als Rechtsökonomik. Warum wird das aber trotzdem separat genannt? Einfach weil teilweise die Institutionenökonomik und die Rechtsökonomik sich parallel entwickelt haben. Ne? Und wenn wir uns die berühmten Forscher anschauen, aus der ökonomischen Analyse des Rechts, dann werden sie von beiden Lagern eigentlich für sich beansprucht. Ja? Also die Nobelpreisträger, keine Ahnung, Ronald Coase wird von den Institutionenökonomen als Institutionenökonomen gesehen und von den Rechtsökonomen als Rechtsökonomen. Meine Aufgabe ist es nicht, dass sie da irgendein Lager einnehmen, sondern dass sie einfach nur sehen, dass es sehr ähnlich ist. Und Einige Themen sind aber relativ spezifisch für die Institutionenökonomik und die werden wir eben spezifisch in einem separaten Kapitel deswegen auch behandeln. So. Dann eine ganz kurze Einführung. Worum geht es hier eigentlich? Eine Einführung in die Vorlesung, in das Thema der ökonomischen Analyse des Rechts. Vorab ein bisschen was zur Literatur. Ich habe es mir angewöhnt, immer am Anfang eines Kapitels oder eines Unterkapitels was zur Literatur zu sagen. Das hier sind Ihre Hauptquellen für dieses Semester. Das sind zwei Lehrbücher. Das erste ist Law and Economics von Robert Cooter und Thomas Ulin. Das ist das Standardlehrbuch für ökonomische Analyse des Rechts. Ich würde auch sagen, das einfachste und das am besten geschriebene. Das gibt es inzwischen wahrscheinlich sogar schon in der 6. Auflage. Das Original ist natürlich auf Englisch, aber es ist sehr gut geschrieben. Viel besser als das Deutsche. Die 3. Auflage gibt es kostenlos zum Download im Internet, habe ich Ihnen hier verlinkt. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich gibt es auch eine deutsche Übersetzung von dem Lehrbuch. Da müssen Sie einfach mal selber in der UB gucken.
Aber ich würde Ihnen empfehlen, trotzdem jetzt schon anzufangen, mal was Englisches zu lesen. Es ist viel besser geschrieben als irgendein deutsches Lehrbuch. Und spätestens in der ÖR2 werden Sie sehr viel Englisch lesen müssen. Ja, von daher kann es ganz nützlich sein für Sie, das schon mal gesehen zu haben. Dann als zweites habe ich Ihnen angegeben, das Standardlehrbuch auf Deutsch von Hans-Bernd Schäfer und Klaus Ott. Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Rechts. Das gibt es auch schon inzwischen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht schon in der 5. Auflage. Das ist auf Deutsch, das sind zwei Hamburger. Schäfer ist inzwischen schon emeritiert. Und aus dem Universitätsnetz hier ist das Buch auch kostenlos zum Download verfügbar. Ne? Also wenn Sie hier auf den Link klicken, dann kommen Sie zu der Seite vom Springer Verlag und da können Sie dann das ganze Buch runterladen, kapitelweise. Aber nur aus dem Universitätsnetz oder wenn Sie halt zu Hause sind, müssen Sie sich dann über VPN irgendwie in die Uni einwählen. Das sind die beiden Standardwerke und wie Sie gleich sehen werden, in den einführenden Kapiteln werde ich mich eigentlich fast ausschließlich auf diese beiden Bücher beziehen. Und wie gesagt, das meiste werden Sie nicht von dem lernen, was ich Ihnen hier erzähle, sondern von dem, was Sie da selber lesen. Ja, und drittens, habe ich schon gesagt, ab und zu werden wir wahrscheinlich auch Aufsätze benutzen. Die werde ich Ihnen dann in Moodle bereitstellen und die werden größtenteils in Englisch sein. So, das ist was Allgemeines zur Literatur, spezifisch jetzt zu der Einleitung hier. Die Einleitung, die ich Ihnen heute erzähle, die basiert auf Kapitel 1 im Kuta und Julen. What is the economic analysis of law? Und dann habe ich Ihnen auch noch einen deutschsprachigen Aufsatz rausgesucht von Roland Kierstein. Kierstein, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Das ist ein Ökonom in Paderborn. Und der hat ja auch so eine Art Überblicksartikel geschrieben. Für Nicht-Ökonomen, was die ökonomische Analyse des Rechts eigentlich ist. Und der ist eigentlich ganz gut zu lesen. Habe ich ihn hier verlinkt. So, aber worum geht es denn hier eigentlich? Ganz vereinfacht können wir sagen, ist ein Gesetz eine Verpflichtung, die durch eine staatliche Sanktion gestützt wird. Sie kennen viel mehr und viel bessere Definitionen von Gesetz und von Recht als ich. Ich bin Ökonom, ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Aber vereinfacht können wir sagen, ein Gesetz ist eine Verpflichtung, die durch staatliche Sanktionen gestützt wird. So, und eine wichtige Frage, besonders aus ökonomischer Sicht, die wir uns stellen können, ist, wie wird eine bestimmte Sanktion das Verhalten von Menschen beeinflussen? Das ist eine wichtige Frage, weil wenn eine Sanktion das Verhalten von Menschen gar nicht beeinflusst, dann ist sie nutzlos aus ökonomischer Sicht. Von Juristen wird diese Frage üblicherweise mit der Hilfe von Fakten und Intuition beantwortet. Und der ökonomische Ansatz ist aber anders und die Volkswirtschaftslehre stellt einen wissenschaftlichen Ansatz dar, mit dessen Hilfe man versuchen kann, den Effekt von Sanktionen auf Verhalten vorherzusagen. Okay, warum ist das so? Ganz einfach. Für Ökonomen sehen Sanktionen ziemlich ähnlich aus wie Preise. Also wenn man was tut, was verboten ist, dann kriegt man eine bestimmte Sanktion auferlegt. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Preis für ein verbotenes Verhalten. Okay? Und ja, wie Sie vielleicht noch aus dem Mikro wissen, wenn ein Gut teurer wird, dann wird es in der Regel weniger nachgefragt. Und analog könnte man vermuten, dass wenn Sanktionen für ein Verhalten steigen, dieses Verhalten auch weniger beobachtet wird. Ja, könnte man vermuten. Das wäre eine ganz einfache Vorhersage, die man mit Hilfe eines ökonomischen Instrumentes machen könnte. Und um den Effekt von Preisen, von Sanktionen auf Verhalten einzuschätzen, haben Ökonomen verschiedenste Methoden. Die für Sie am wichtigsten sein werden, sind Mikroökonomik und Spieltheorie.
Wobei Mikroökonomik nichts anderes ist als Preistheorie, als die Theorie davon, wie Preise wirken, wie Preise das Gewinn, die Gewinnoptimierung beeinflussen. Und Spieltheorie ist aber ein bisschen was anderes. Da geht es rein um strategisches Verhalten. Ne? Wenn Sie sich zurückerinnern an die Mikro, da ging es fast immer nur darum, ein Gewinnoptimum zu berechnen oder ein Nutzenoptimum zu berechnen. Und in der reinen Preistheorie wird eigentlich strategisches Verhalten ausgeschlossen. Also sowas wie Bluffen oder sowas wie Informationen über andere Akteure einbeziehen und dann strategische Reaktionen zu bilden. Das ist das Thema der Spieltheorie und das, da werden wir eine Einführung dazu machen. Und Ökonometrie ist noch ein weiteres wichtiges Instrument der Ökonomen. Das ist eben die Anwendung von statistischen Methoden auf Hypothesen, die wir mit ökonomischer Theorie ableiten. In dieser Vorlesung werden wir keine Ökonometrie machen, das ginge zu weit. In der ÖRR 2 mache ich das gerne. Ich weiß nicht, wie Herr Wangenheim das dann nächstes Semester machen wird. Ja, aber spätestens im Masterstudiengang werden Sie dann auf jeden Fall Ökonometrie kennenlernen. Schauen wir uns ein Beispiel an, um uns zu vergegenwärtigen, um was es hier geht. Auch das ist aus Scooter und Julen genommen. Nehmen wir zum Beispiel einen Produzenten, der weiß, dass sein Produkt gelegentlich Schaden bei den Konsumenten auslösen wird. Zum Beispiel ein iPhone, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beim Telefonieren explodiert. Und die Frage ist jetzt, wie viel Geld steckt der Produzent in die Sicherheit seines Produktes? Die Antwort darauf hängt ab von zwei verschiedenen Kosten. Erstens haben wir faktische Kosten, die beim Produktionsprozess anfallen, um das Produkt sicherer zu machen, um die Wahrscheinlichkeit geringer zu machen, dass diese Explosion stattfindet. Zweitens implizite Kosten. Das sind die Kosten, die dem Produzenten im Schadensfall auferlegt werden, wahrscheinlich durch die gesetzliche Produkthaftung. Ne? Faktische Kosten, implizite Kosten. Und wie Sie sich vielleicht denken können, wird ein gewinnmaximierender Produzent seine Sicherheitsaufwendungen so anpassen, bis seine marginalen faktischen Kosten den marginalen impliziten Kosten zusätzlicher Sicherheit entsprechen. So, und allgemein gesagt, kann ökonomische Analyse eine Verhaltenstheorie liefern, die vorhersagt, wie rationale Individuen auf Gesetzesänderungen reagieren. Okay? Und aus ökonomischer Sicht ist so eine Verhaltenstheorie reiner Intuition überlegen, weil sie konsistent ist, weil sie immer wieder die gleichen Vorhersagen trifft, unabhängig von der Person. Und ja, damit sage ich natürlich nicht, dass die Intuition von Juristen schlecht ist, aber Intuition ist natürlich trotzdem wissenschaftlich gesehen was anderes als eine Verhaltenstheorie. Außerdem, okay, das, was ich jetzt, bis jetzt gesagt habe, ist quasi die positive Ökonomik. Positiv bedeutet hier nicht toll, Sunshine, sondern beschreibend. Wir sagen vorher, was passieren wird. Also die Frage bei positiver Ökonomik, bei beschreibender Ökonomik ist, wie ist etwas, ne, oder wie wird es sein. Ökonomik kann aber auch normativ benutzt werden, um zu fragen, ob etwas erwünscht ist. Gesetze sind ja aus Politiksicht oft Instrumente, um spezifische gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Und um wissen zu können, wie sehr ein bestimmtes Gesetz oder eine bestimmte Gesetzesänderung zur Zielerreichung beiträgt, brauchen Richter und andere Akteure der Gesetzgebung eine Methode, mit der sie die Effekte von Gesetzen auf Effizienz und Verteilung beurteilen können. Warum Effizienz und Verteilung? Effizienz ist eigentlich fast immer relevant. Ne? Regierungen möchten oder Politikmacher oder Gesetzmacher möchten ihre Ziele eigentlich immer lieber mit weniger Ausgaben als mit mehr Ausgaben erreichen. Und das ist impliziert bei Effizienz. Warum ist Verteilung wichtig? Man kann mit ökonomischen Methoden auch Verteilungseffekte schätzen, nämlich wie ein bestimmtes Gesetz die Einkommen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen beeinflussen wird. Ne? Das ist, ja, das kann auch normativ gesehen ein sehr wichtiges Ziel sein. Noch ein Beispiel. Das ist alles übrigens aus dem Kutter und Julen.
Eine Kommission ist berufen worden, um Reformen im Strafrecht zu beurteilen. Die Kommission hat festgestellt, dass, also übrigens, diese Beispiele sind natürlich rein fiktiv und beziehen sich nicht auf irgendwelche echten Gesetze, die jetzt irgendwie in Deutschland oder in den USA gültig sind. Das sind rein fiktive Beispiele. Die Kommission hat festgestellt, dass Wirtschaftsverbrechen, zum Beispiel Veruntreuung von Mitteln, zum größten Teil rational durchgeführt werden. Was heißt rational? Nach Abwägung potenzieller Gewinne und Risiken, und also die Risiken erwischt und verurteilt zu werden. Das heißt, okay, wir nehmen an, die Akteure, die Wirtschaftsverbrechen potenziell begehen, sind rational. Das heißt, wir können ökonomische Instrumente da anwenden. Der Ist-Zustand ist, dass im Moment für Veruntreuung eine Gefängnisstrafe vorgesehen ist. Auf Rat der Ökonomen in der Kommission hin beschließt die Kommission, dass Geldstrafen angemessener sind und diese Geldstrafe oder die Höhe der Geldstrafe soll sich nach der Ernsthaftigkeit, nach der Schlimme des Verbrechens richten. Aber die Frage ist jetzt, wie genau soll dieses Verhältnis sein? Also wir haben hier eine Variable, quasi die Schlimme des Verbrechens, der Veruntreuung, und eine andere Variable, Höhe der Geldstrafe. Und wie soll dieses Verhältnis zwischen diesen zwei Variablen sein? Aus ökonomischer Sicht erwarten wir ja, dass Veruntreuung dann auftritt, wenn die erwarteten Gewinne dadurch höher sind als die erwarteten Kosten dadurch, also rein rational gesehen. Und die erwarteten Kosten einer solchen Tat hängen ab von zwei Faktoren. Können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn wir sagen erwartet, dann haben wir zwei Faktoren, nämlich die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, und das Ausmaß der Strafe. Strafe mal Wahrscheinlichkeit ist erwartete Strafe. Und nehmen wir mal an, aus irgendwelchen Gründen würde die Aufdeckungswahrscheinlichkeit um 5% sinken und das Strafausmaß würde um 5% steigen, dann würde das ja bedeuten, dass die erwarteten Kosten dieser Tat unverändert sind. Und wenn wir annehmen, dass sich sonst nichts Relevantes geändert hat, sollten wir durch so eine Änderung nicht mehr und nicht weniger Veruntreuung beobachten. Also wenn wir annehmen, die Leute sind rational, die potenziellen Verbrecher, und die Wahrscheinlichkeit, die Aufdeckungswahrscheinlichkeit sinkt um 5% und das Strafausmaß steigt um 5%, dann erwarten wir nicht dadurch, dass mehr oder weniger Inzidenz dieser Tat vorkommt. Jetzt können wir noch was über ökonomische Effizienz in diesem Beispiel sagen. Wir haben ja schon festgestellt, dass eine Senkung in der Aufdeckungswahrscheinlichkeit durch eine Steigerung im Strafmaß ausgeglichen werden kann. Aber die Kosten der Straftat an sich für das Rechtssystem können sich natürlich trotzdem verändern. Unabhängig davon, dass die erwarteten Kosten für den Täter unverändert sind. Denn die Aufdeckungswahrscheinlichkeit hängt zum größten Teil ab von den Ressourcen, die in die Aufdeckung und die Verfolgung von Wirtschaftsverbrechen reingesteckt werden. Was könnten das für Ressourcen sein? Zum Beispiel die Anzahl, Qualität der Wirtschaftsprüfer, Steueraufsicht, Bankaufsicht, Polizeikräfte, Staatsanwälte. Das sind alles Ressourcen, die reingehen in die Aufdeckung von Wirtschaftsverbrechen. Das kostet alles Geld. Und im Gegensatz dazu, relativ gesehen, ist das Verhängen von Strafen günstig. Man muss einfach nur festlegen, die Strafe ist so und so hoch. Vollziehen. Und aus ökonomischer Sicht, wenn man die Inzidenz von Wirtschaftsverbrechen auf einem bestimmten Niveau halten möchte und dies zu den geringsten Kosten erreichen möchte, also wenn man es effizient machen möchte, lässt sich folgende Empfehlung ableiten. Es sollten wenig Ressourcen in die Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten gesteckt werden, aber die erwischt werden, sollten sehr, sehr hoch bestraft werden. Das ist ein ganz berühmtes Resultat von Gary Becker, der unter anderem dafür auch einen Nobelpreis bekommen hat. Ich weiß nicht genau, ob wir uns mit Ökonomik der Kriminalität auch noch auseinandersetzen werden. Seine Grundidee war, Kriminelle sind oft auch nichts anderes als rationale Akteure, die die Aufdeckungswahrscheinlichkeit in ihr Kalkül mit einschließen. Noch ein Beispiel. Das ist ein bisschen realitätsnäher. Eine Ölfirma schließt einen Vertrag ab, nachdem sie sich verpflichtet, Öl bis zu einem bestimmten Datum von einem Land im Mittleren Osten zu einem europäischen Produzenten zu liefern. Bevor die Lieferung erfolgen kann, bricht
im Mittleren Osten ein Krieg aus, sodass die Ölfirma den Vertrag nicht erfüllen kann. Der europäische Produzent muss durch den unerwarteten Mangel an Öl seine Produktion runterfahren und hat somit Gewinneinbuße. Und der Produzent verklagt den Lieferanten wegen Vertragsbruch und verlangt Schadenersatz in Höhe der Gewinneinbuße. So, richtig. Im Vertrag steht nichts in Bezug auf Nichterfüllung durch Kriegsausbruch. Das heißt, wir haben schon mal eine vertragliche Lösung nie ausgeschlossen. Und aus ökonomischer Sicht liegt das Hauptaugenmerk mal dieses Falles tatsächlich auf der Tatsache, dass die involvierten Parteien es versäumt haben, das Risiko dieser Kontingenz, nämlich Krieg, vertraglich aufzuteilen. Okay? Faktisch muss man ja annehmen, dass Krieg ein Risiko ist, mit dem man rechnen muss, wenn man Geschäftsbeziehungen im Mittleren Osten aufbaut. Ein Risiko, das mindestens von einer Partei im Vertrag getragen werden sollte. Denn spätestens, wenn das Gericht ein Urteil fällt, muss das Risiko von einer oder der anderen Vertragspartei getragen werden. Und wie wirken sich nun verschiedene Gerichtsentscheidungen auf die Allokation des Risikos aus? Wenn das Gericht entscheidet, dass die Ölfirma nicht haftet, dann muss der Produzent in Europa die Kosten der Nichterfüllung tragen. Und umgekehrt muss die Ölfirma die Kosten der Nichterfüllung tragen, wenn das Gericht entscheidet, dass die Ölfirma haftet. Und wie könnten wir aus ökonomischer Sicht eine Empfehlung abgeben, welche Partei das Risiko des Krieges tragen sollte? Sie können es sich vielleicht schon fast denken, aus reiner Effizienzsicht sollte das Gericht die Kosten der Nichterfüllung so zuweisen, dass zukünftige Verträge effizienter werden. Und eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht in der Regel, die Kosten der Partei zuzuweisen, die das Risiko zu geringeren Kosten hätte tragen können. Okay? Wir können annehmen oder wir nehmen an, dass die Ölfirma, also der Lieferant, dass diese Firma besser in der Lage ist, das Kriegsrisiko in der Region einzuschätzen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Und ja, wenn das Gericht das eben so findet, dann, dass eben die Ölfirma eher in der Lage ist, das Risiko des Krieges zu tragen, dann sollten aus der Effizienzsicht die Kosten der Nichterfüllung der Ölfirma aufgetragen werden, sodass sie Schadensersatz leisten muss. Okay? Und das ist tatsächlich relativ realitätsnah im Lehrbuch wird beschrieben, wie dass es tatsächlich solche Fälle gab mit eben solchen Argumentationen im Urteil. Letztes Beispiel. Wir haben zwei Firmen. Firma A produziert irgendwas und emittiert dabei Abgase. Und die benachbarte Wäscherei B erleidet dadurch Schaden, weil nämlich ihr die hängende Wäsche verschmutzt wird. Firma A könnte die Abgasemission vermeiden, indem sie ihre Schornsteine modernisiert. Firma B könnte den Schaden vermeiden, indem sie Filter in ihrem Lüftungssystem installiert. Und, wichtige Annahme, die Installation der Filter ist günstiger als die Modernisierung der Schornsteine. Das heißt, die Wäscherei könnte den Schaden günstiger vermeiden. Und Firma B versucht jetzt vor Gericht durchzusetzen, dass Firma A ihre Schornsteine modernisieren muss. Und Sie sehen hier sofort, aus Effizienzsicht ist es natürlich besser, wenn Firma A Recht bekommt, weil Firma B günstiger den Schaden vermeiden kann. Aber das ist gar nicht das wichtige Resultat, sondern wenn wir zum Thema Eigentum kommen, werden Sie sehen, dass man eigentlich gar keine Einmischung von außen braucht in so einem Fall, sondern dass, wenn die beiden Parteien verhandeln können mit relativ geringen Kosten, dann ist es egal, wer Recht bekommt, wer verantwortlich ist für den Schaden. Die Verhandlung wird immer zu einem effizienten Ergebnis kommen. Ne, das ist ein ganz berühmtes Ergebnis in der Rechtsökonomik, das sogenannte Coase-Theorem. Und eben ja, ein Grund, warum er auch einen Nobelpreis bekommen hat. Wir haben jetzt ganz viele Beispiele gesehen. Warum beschäftigen wir uns mit ökonomischer Analyse des Rechts? Ganz allgemein, mal davon abgesehen, dass Sie diesen Schein machen müssen oder wollen, die ökonomische Analyse des Rechts ist interdisziplinär angelegt und im Bestfall sollte das uns ermöglichen,
beide Disziplinen tiefgehender zu verstehen. Auf der einen Seite ermöglicht uns die ökonomische Sichtweise, Recht in einem anderen Licht zu sehen, in einer alternativen Sichtweise, insbesondere als Instrument, um bestimmte Ziele zu erreichen, Politikziele. Nicht unbedingt nur Gerechtigkeit, das ist ein sehr, sehr normatives Thema, sondern eben, ne, um bestimmte Effizienzziele zu erreichen, bestimmte Verteilungsziele zu erreichen. Das ist die Sichtweise, um die es in dieser Vorlesung geht. Umgekehrt können Ökonomen natürlich auch viel von Juristen lernen. Ne? Oft werden bestimmte rechtliche Institutionen wie Eigentum oder Vertrag in ökonomischen Theorien einfach ausgeklammert oder als gegeben angenommen, obwohl natürlich die spezifische Ausgestaltung dieser Institutionen total relevant ist für ökonomische Fragen. Ja, das ist eine ganz kurze Einführung dazu, zu dem Thema ökonomische Analyse des Rechts. Okay, dann möchte ich gerne noch zwei Dinge loswerden heute, bevor wir... Wir machen schon bis 13:45 jetzt, oder? Komisch. So, zwei Sachen wollte ich noch machen. Das ökonomische Handlungsmodell und Bewertungskriterien. Und in der nächsten Vorlesung wird es dann, fangen wir an mit Spieltheorie. Das ökonomische Handlungsmodell, einfach nur ein bisschen die Grundlage, was für Annahmen treffen wir eigentlich über das Menschenbild. Da benutze ich hauptsächlich Schäfer-Ott Kapitel 1, 3. Das heißt, das dritte Unterkapitel von Kapitel 1, nicht Kapitel 1 bis 3. Aber das werden Sie ja selber merken. Der rationale Mensch an sich. So, in den Wirtschaftswissenschaften gehen wir in der Regel davon aus, dass Menschen versuchen, ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Das sind also egoistisch und rational. Und dass sie am besten selber wissen, was ihnen Nutzen bringt und was nicht. Okay, das ist unser Menschenbild. Da diese Annahme intuitiv nicht ohne weiteres einleuchtend ist, besonders für Leute aus anderen Disziplinen, trotzdem aber in fast allen ökonomischen Modellen vorausgesetzt werden, macht es Sinn, dass wir uns das ökonomische Menschenbild etwas genauer anschauen. Was genau meinen wir denn mit rationalem Handeln? Rationales Handeln kann natürlich nur stringent sinnvoll in Bezug auf Zweck oder Ziel verstanden werden. Um also ein bestimmtes Ziel zu erreichen, werden Mittel oder Instrumente verwendet, die nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Warum ist es wichtig, dass wir annehmen, dass die Mittel oder Instrumente nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen? Rationale Menschen wollen ihre Ziele mit bestimmten Mitteln erreichen und diese Mittel sind nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Warum ist das eine wichtige Annahme? Genau. Ja. Dann hat man einen Grund zu wirtschaften, haben Sie sehr gut gesagt. Das ist eigentlich eine der Grundprämissen wirtschaftlichen Handelns. Ne? Wir haben Knappheit und wir müssen entscheiden, wie wir effizient mit dieser Knappheit umgehen. Wenn alles unendlich vorhanden wäre, dann könnte jeder unendlich quasi seinen Nutzen erhöhen. Und wir müssen uns nicht überlegen, wie wir effizient unsere Mittel einsetzen. Ganz genau. So, dementsprechend können wir sagen, rational ist dann ein Mitteleinsatz, bei dem der Zielerreichungsgrad maximiert wird, bei gegebenem Mittelvorrat. Das ist nichts anderes als das ökonomische Prinzip, ne, das Sie vielleicht schon mal gehört haben, denn dann wird die bestmögliche Zweck-Mittel-Relation erreicht und man sagt auch, die Mittel werden effizient eingesetzt. Ne? Also, rational oder effizient ist ein Mitteleinsatz,
bei dem der Zielerreichungsgrad maximiert wird, wenn der Mittelvorrat gegeben ist. Sie sehen, wir brauchen also für zweckrationales Handeln drei Zutaten. Erstens klar definierte Ziele, dann Instrumente und drittens Kenntnis der Art der Beeinflussbarkeit der Ziele durch die Instrumente. Also wir müssen natürlich wissen, wie unsere Mittel unsere Ziele beeinflussen, sonst können wir nicht optimieren. Ein bisschen anders ausgedrückt können wir sagen, dass die Handlung einer Person dann rational ist, wenn sie, gegeben, dass wir ihr die Ziele, die Mittel und die Umwelt der Person kennen, zu erwarten war. Ne? Denn rationale Menschen sind in gewisser Weise durchschaubar, vorhersehbar. Ne? Und das ist ja der ganze Punkt der ökonomischen Modelle, dass wir Vorhersagen machen möchten über rationales Handeln. Und deswegen können wir sagen, die Handlung einer Person ist dann rational, wenn sie, gegeben, dass wir ihre Ziele, Mittel und Umwelt kennen, zu erwarten war. So, aus formaler Sicht brauchen wir noch ein paar Annahmen, um rationales Handeln zu definieren. Nutzenmaximierung bedeutet ja, dass von möglichen Alternativen, zwischen denen ein Individuum auswählen kann, genau die bevorzugt wird, die den höchsten Nutzen stiftet. Und die erste Annahme, die wir dazu brauchen, ist Vollständigkeit. Was könnte Vollständigkeit bedeuten? Ganz einfach, ein Individuum muss alle Alternativen einer Entscheidungssituation kennen und auch in irgendeiner Weise paarweise vergleichen können. Ne? Also immer, wenn ich zwei Alternativen aus meinem Entscheidungsraum vorgesetzt bekomme, muss ich entscheiden können, welche ich besser finde. Ne? Denn nur wenn ich immer in jeder Situation meine Präferenz angeben kann, was mir besser gefällt, nur dann kann ich wirklich ein Optimum finden. Die zweite Annahme ist Transitivität. Transitivität kennen Sie vielleicht noch aus der Mathematik. Wenn wir haben drei Zustände, x, y und z, und wenn ein Individuum x besser findet als y und wiederum y besser findet als z, dann muss das für ein rationales Individuum bedeuten, dass auch x besser als z eingestuft wird. Ja? Das ist Transitivität, ne? Dass die Präferenzen in irgendeiner Weise Sinn machen. Denn wenn das nicht der Fall ist, wie das hier beschrieben ist, dann können wir sagen, das Individuum ist irrational. Oder wir können es nicht rational verstehen. Die dritte Annahme ist Unabhängigkeit. Das ist ein bisschen komplizierter. Wir haben, nehmen wir an, wir haben fünf Alternativen. Nennen wir die mal x, y, z und groß A und groß B. Was ist A? A ist nichts anderes als entweder x oder z. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert bei A also entweder x oder z. Und B ist nichts anderes als y oder z. Okay? Das heißt, das sind unsere fünf Alternativen. Und Unabhängigkeit ist so definiert, dass wenn x vor y präferiert wird und y vor z, dann muss auch gelten, dass A vor B präferiert wird. Das bedeutet Unabhängigkeit. So, die vierte Annahme ist Konsistenz. Wir haben zwei Alternativen, A und B. Und findet jemand A besser als B? Und sagen wir, es gibt noch eine dritte Alternative, x, bei der, wie oben schon, entweder A oder B realisiert wird. Dann muss gelten, dass A vor x präferiert wird und B
dass X vor B präferiert wird. Ne? Also auch hier könnten wir sagen, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das Individuum irrational, nicht logisch konsistent. Okay? Und für all diese Annahmen gilt, wenn wir beobachten, dass ein Entscheidungsträger, dass eine Person sich entgegen eine dieser Annahmen verhält, dann, was heißt das denn? Das heißt, entweder ist diese Person irrational oder in der Zwischenzeit, seit wir die Person beobachten, haben sich ihre Präferenzen geändert. Ja? Und weil es in der Realität meist nicht möglich ist, Irrationalität und Präferenzwechsel auseinanderzuhalten, was die Messung angeht, brauchen wir noch eine zusätzliche Annahme, nämlich, dass die Präferenzordnung eines Entscheidungsträgers eine gewisse zeitliche Konstanz aufweist. Ja, das ist eine ganz wichtige Annahme in der Ökonomik. Präferenzen sind konstant oder quasi konstant. Und was wir uns jetzt hier angeschaut haben, ist quasi die klassische Definition eines rational egoistischen Menschen. Wie Sie vielleicht wissen, oder vielleicht auch nicht, gibt es viele Kritiker dieses klassischen ökonomischen Rational-Verhaltensmodells. Wir schauen uns im Folgenden ganz kurz einige der neueren Ansätze an, um rationales Verhalten vielleicht zu erweitern oder anders zu sehen. Und warum schauen wir uns nur kurz diese neueren Modelle an und so ausführlich diese klassische, anscheinend unrealistische Modellierung? Die neueren Ansätze sind zwar moderner an sich, aber keiner der neueren Ansätze hat es bis jetzt geschafft, das alte Paradigma vollständig zu verdrängen. Also immer noch ist das klassische Rationalitätsmodell Standard in der ökonomischen Analyse, teilweise weil es keine wirklich überzeugende Alternative gibt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dieses Modell gut verstehen, denn es ist die Prämisse für fast alle ökonomischen Theorien, die wir hier kennenlernen werden. Ich zeige Ihnen hier zwei Ansätze. Der erste heißt beschränkte Rationalität. Insbesondere wird oft bemängelt, dass Entscheidungsträger in der Regel nicht die Informationen und die Datenverarbeitungskapazität besitzen, um sich rational nutzenmaximierend zu verhalten. Okay? Nehmen Sie als Beispiel, ein Wochenmarkt ist eigentlich immer ein gutes Beispiel für eine Rationalitätssituation. Wenn Sie perfekt rational wären und auf dem Wochenmarkt, Salat kaufen wollten, dann würden Sie alle Stände abklappern, die Salat haben, und gegeben, dass die Qualität überall gleich ist, würden Sie alle Preise vergleichen und da kaufen, wo es am günstigsten ist. Aber in der Realität machen das die wenigsten so. Ne? Einfach, weil es nervig ist, weil es Zeit kostet. Und basierend auf so einer Kritik ist das Konzept der sogenannten beschränkten Rationalität entwickelt worden. Demnach verhalten sich Individuen in einfachen, eindeutigen, klaren Entscheidungssituationen rational oder ziemlich fast rational oder fast perfekt rational. Wenn aber die Entscheidungssituation ein bisschen schwieriger wird, verhalten sich Individuen nur noch beschränkt rational und geben die Nutzenmaximierung auf. Ne? Also es gibt viele schwierigere Entscheidungssituationen, keine Ahnung, welches Studium sollte ich machen, welches Auto sollte ich kaufen, will ich Kinder, ja, nein. Und das Postulat der beschränkten Rationalität sagt, okay, in solchen Situationen wird nicht mehr rational entschieden, sondern anders. Und das Problem dieser Modelle ist, dass dieses anders immer relativ willkürlich definiert werden muss. Das heißt, wir ersetzen eine willkürliche Annahme durch eine andere und das ist einer der großen Kritikpunkte an der beschränkten Rationalität. Und ein weiterer Ansatz, das Rationalitätsmodell ein bisschen zu modernisieren, kommt aus dem Forschungsgebiet der Verhaltensanomalien. Und die wichtigsten Erkenntnisse hier kommen aus der empirischen Psychologie, insbesondere von Daniel Kahneman und seinen Co-Autoren. Die haben auch einen Nobelpreis in Ökonomik bekommen, was eben außergewöhnlich ist, weil sie Psychologen sind.
Und zwar beschreiben die Ergebnisse dieser Forschung nicht, dass Menschen sich allgemein irrational oder begrenzt rational verhalten, sondern in einer bestimmten systematischen Weise vom Rationalverhalten abweichen. Ein Beispiel hier haben wir im Framing. Zum Beispiel kann man feststellen, dass Individuen ihr Verhalten nicht nur am tatsächlichen Inhalt der Entscheidungsalternativen ausrichten, sondern auch am Kontext der Situation, dem sogenannten Framing. Ein Beispiel, nehmen wir an, wir hätten eine Preisangabe für ein Auto, Normalpreis 20.000 Euro, Rabatt bei Barzahlung 2.000 Euro. Okay? Viele finden diese Preisangabe besser, als wenn da stünde Normalpreis 18.000 Euro, Aufschlag für Ratenzahlung 2.000 Euro. Rein rational gesehen ist das die gleiche Entscheidungssituation, aber der Kontext, das Framing dieser Entscheidungssituation ist jeweils anders und Kahneman und seine Co-Autoren haben eben festgestellt, dass es hier eine systematische Abweichung gibt, dass Leute systematisch eben irgendwas mit einem Rabatt in der Preisangabe vorziehen als mit einem Aufschlag. Und es gibt noch eine ganze Reihe von Verhaltensanomalien, die empirisch aufgedeckt wurden. Die finden Sie im Lehrbuch unter anderem aufgelistet und natürlich auf Wikipedia. Das schaffen wir vielleicht noch. Thema Bewertungskriterien. Hier ist hauptsächlich Kapitel 2 im Schäfer und Ott ausschlaggebend. Wenn Sie an die Einführung zurückdenken, also ungefähr 30 Minuten, erinnern Sie sich vielleicht, dass man die ökonomische Analyse des Rechts unter anderem dafür nutzen kann, um Rechtsänderungen normativ zu bewerten. Das heißt, um Aussagen zu treffen, ob eine bestimmte Änderung, die hier herbeigeführt wird, erwünscht ist. Ne? Und zwar gesellschaftlich erwünscht. Rein deskriptiv können wir mit den ökonomischen Instrumenten wirklich nur beschreiben, wie Individuen reagieren werden und ob dieser neue Zustand, dieses neue Verhalten, diese Verhaltensänderung besser als die alte Situation ist, das muss normativ geklärt werden. Ne? Denn wir müssen natürlich fragen, was ist überhaupt gut, was ist schlecht, was ist besser, was ist schlechter. Und das ökonomische Instrumentarium kann eben einen Bewertungsmaßstab liefern, mit dem wir diese Fragen versuchen können zu beantworten. Und zwar das Ganze aus sozialer Sicht. Ne? Weil typischerweise gibt es bei Veränderungen, bei Politikänderungen, bei Gesetzesänderungen, gibt es immer Leute, die besser gestellt sind und immer Leute, die schlechter gestellt sind. Und wir wollen es aber aus gesamtgesellschaftlicher Sicht sehen. Das heißt, unser Bewertungsmaßstab muss auch irgendwie sich auf die ganze Gesellschaft beziehen. Und in der Regel meinen wir mit sozial die Wohlfahrt der ganzen Gesellschaft betreffend. Das erste Kriterium, das bekannteste, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das auch, geht auf den Italiener Pareto zurück. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich Ökonom war oder Philosoph. Und zwar sprechen wir bei einer Veränderung von einer Pareto-Verbesserung, wenn niemand schlechter gestellt wird, aber mindestens eine Person besser gestellt wird. Ja? Das ist ein sehr einfaches Kriterium. Oder das Kriterium können wir dann dementsprechend definieren. Eine Veränderung genügt dem Pareto-Kriterium, wenn sie eine Pareto-Verbesserung ist. Und als letztes können wir definieren, ein Zustand ist dann Pareto-effizient, wenn keine Pareto-Verbesserung mehr möglich ist. Okay? So einfach dieses Kriterium in seiner Definition ist, so impraktikabel ist es für viele Szenarien. Sie können sich vorstellen, es gibt relativ wenig Situationen, in denen niemand schlechter gestellt wird und mindestens einer besser. Typischerweise wird immer irgendjemand schlechter gestellt und sobald das der Fall ist, kann man das Pareto-Kriterium nicht mehr konsistent anwenden. Eine wichtige Anwendung, vielleicht auf abstrakter Ebene, finden wir in der Institution der Vertragsfreiheit, dem Rechtsinstitut der Vertragsfreiheit. Denn die Vertragsfreiheit bewirkt, dass wenn dieser Vertrag keine negativen Wirkungen hat auf Dritte und wenn dieser Vertrag unter fairen Bedingungen zustande kommt, dann
hat einen Vertrag, der unter Vertragsfreiheit geschlossen wird, eine Pareto-Verbesserung bewirkt. Ja? Gesundheit. Das wäre eine mögliche Anwendung des Pareto-Kriteriums auf rechtliche Regeln. Denn jeder Vertrag, der bei Vertragsfreiheit zustande kommt, stellt die vertragsschließenden Partner im Verhältnis zum vorigen Zustand mindestens besser und niemanden schlechter. Okay? Oder mindestens gleich gut und einen besser und niemanden schlechter. Denn sonst wäre der Vertrag unter Vertragsfreiheit ja nicht geschlossen worden, ist die Annahme. Okay, grundsätzlich können wir feststellen, dass jede Pareto-Verbesserung in einer Gesellschaft konsensfähig sein müsste. Ja, denn überlegen Sie sich bei einer Rechtsänderung, wir würden, nehmen wir an, die gesamte Gesellschaft würde immer abstimmen über jede Änderung und es würde eine einfache Mehrheitsregel gelten. Oder es müsste eine absolute Mehrheit auch sein oder eine, mir fällt der Name nicht ein, aber es müssten immer alle dafür sein. Dann wären Veränderungen, die mit einer Pareto-Verbesserung verbunden sind, eigentlich immer konsensfähig. Okay, weil das aber so selten anwendbar ist, schauen wir uns noch ein zweites Kriterium an, das sogenannte Kaldor-Hicks-Kriterium. Das sind keine komischen Wörter, sondern Namen von den zwei Ökonomen, die das erfunden haben. So, nehmen wir an, wir haben unter allen möglichen gesellschaftlichen Zuständen zwei Pareto-effiziente Zustände ausgemacht. Beide sind Pareto-effizient, das heißt, in beiden Zuständen ist keine Pareto-Verbesserung mehr möglich. Das heißt, das Pareto-Kriterium hilft uns jetzt nicht mehr weiter. Ne? Wir haben zwei, die sind nach dem Pareto-Kriterium gleich gut und die Ökonomen Kaldor und Hicks haben für solche Situationen ein anderes, ein leicht erweitertes Entscheidungskriterium entwickelt. Und zwar ist da die Prämisse, dass es immer Gewinner und Verlierer von Reformen gibt. Und zwar liegt eine Kaldor-Hicks-Verbesserung dann vor, wenn die Gewinner einer Veränderung die Verlierer der Veränderung aus ihrem Gewinn entschädigen könnten. Sodass die Gewinner immer noch einen Nettogewinn hätten und die Verlierer mindestens indifferent wären. Okay, ganz wichtig. Hier geht es nur um eine potenzielle Entschädigung und nicht darum, dass die auch wirklich realisiert wird, sondern das Kaldor-Hicks-Kriterium sagt nur, wenn eine Entschädigung möglich wäre, sodass am Ende eine Pareto-Verbesserung vorliegt, dann liegt eine Kaldor-Hicks-Verbesserung vor. Und dementsprechend können wir sagen, das Kaldor-Hicks-Kriterium ist dann erfüllt, wenn eine Veränderung eine Kaldor-Hicks-Verbesserung darstellt. Und Kaldor-Hicks-Effizienz liegt dann vor, wenn keine Kaldor-Hicks-Verbesserung mehr möglich ist. Aber viel wichtiger ist die Frage, meinen Sie, so ein Kriterium ist konsensfähig? Mit anderen Worten, könnte eine kollektive Entscheidungsregel, die auf diesem Kriterium basiert, Teil eines allgemeinen Sozialvertrags werden? Ne? Also wenn Sie jetzt hier eine kleine Gesellschaft wären und einen Sozialvertrag schreiben sollten, könnte das Kaldor-Hicks-Kriterium da Teil des Vertrags sein? Das sind natürlich Gedankenspiele. Und einige Ökonomen meinen, ja, könnte Teil eines Sozialvertrags sein. Und zwar, wenn wir über die einzelne Veränderung hinausblicken. Jeden Tag werden ja tausende staatliche Entscheidungen gefällt. Und wenn bei jeder dieser Entscheidungen das Kaldor-Hicks-Kriterium angewandt würde, hätten wir langfristig eine Gesellschaft, in der jeder unterm Strich besser gestellt ist. Man würde dann von einer Generalkompensation sprechen. Das heißt, warum? Wir hätten zwar nicht bei jeder Veränderung, bei jeder Gesetzesänderung eine tatsächliche Kompensation der Verlierer, aber wenn wir annehmen, dass jeder in der Gesellschaft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mal Verlierer, mal Gewinner von einer Veränderung ist, dann sollte unterm Strich jedes Gesellschaftsmitglied im langfristigen Erwartungswert besser gestellt werden. Denn wir nehmen ja an, dass die Gewinne beim Kaldor-Hicks-Kriterium, bei einer Kaldor-Hicks-Verbesserung, die Gewinne sind größer als die potenziellen Verluste. Das ist ja die Annahme. Und das heißt, unterm Strich, wenn alle mal Gewinner sind, dann sind unterm Strich alle wirklich Gewinner. Anders gesagt, die Anwendung des Kaldor-Hicks-Kriteriums ist in der langen Frist mit einer Pareto-Verbesserung aller Gesellschaftsmitglieder verbunden, wenn jeder mit ungefähr gleicher Wahrscheinlichkeit in den verschiedenen Rollen ist. So, das Pareto-Kriterium und das Kaldor-Hicks-Kriterium sind nur zwei von vielen verschiedenen Möglichkeiten,
mit ökonomischen Methoden normative Aussagen zu treffen. Und falls Sie das Thema der Bewertungskriterien weiter interessiert, das Buchkapitel ist dazu, bietet da noch einiges mehr. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die meiste Zeit werden wir uns in der Vorlesung mit deskriptiver Ökonomik beschäftigen, also rein beschreibender Ökonomik. So viel hatte ich für heute zu sagen. Bis nächste Woche.